wollen noch mal über Schlafplätze reden, und zwar Schlafplätze für Hund und Katz. Das ist gar nicht so kompliziert, wie viele denken, und man sollte da auch gar nicht einen unnötigen Aufwand betreiben. Also um es mal vorwegzunehmen, vieles, was wir da anschaffen, tun wir für uns Menschen. Da haben wir Spaß dran, aber dem Hund oder der Katze ist es eigentlich egal. Fangen wir mal an. Also es gibt natürlich Körbchen in allen Größen. Hier sowas, sowas. Und man kann da, wichtig ist, dass man ein schönes Kissen reinlegt, also ein bequemes Kissen. Aber ich will nochmal sagen, abgesehen davon, dass die ganz schnell so aussehen, weil manche Hunde Haare natürlich auch, kann man aber abziehen. Ich würde dann immer darauf achten, dass ein Reißverschluss dran ist, dass man es auch waschen kann. Aber meine Anna zum Beispiel, wenn ich irgendwas Schönes kaufe, dann macht die das sofort kaputt. Man sieht es hier an diesem Knochen, ne? Den hat sie sofort zerfetzt mit viel Freude. Ich habe es dann notdürftig wieder genäht. Man hat ja auch sonst nichts zu tun. Aber da muss man eben auch mit rechnen. Es gibt auch Tiere, die machen viel kaputt, und dann ist es ärgerlich, wenn man teure Sachen kauft. Man muss auch gar nicht teure Sachen kaufen. Man sieht hier, Neve zeigt es gerade, die schönste Decke kann auch ausreichen. Ja, so eine Decke ist auch super, ne? Kann man sich schön so wälzen. Ja, das geht auch. Oder was ich empfehlen kann, sind auch solche einzelnen Sofakissen, wenn man nochmal ein Sofa ausrangiert. Ehrlich gesagt kann man die auch richtig gut auf dem Sperrmüll finden. So ein Sofakissen, dann macht man es sauber. Entschuldigung, das war nicht, soll ich nicht erschrecken. Macht man es sauber, und dann kann da ein Hund oder eine Katze in der passenden Größe es sich bequem machen. Hier habe ich mir mal was gegönnt, wo ich jetzt hier gerade sitze. Das ist so ein Hundesofa aus dem Fachgeschäft. Das ist natürlich so ein Beispiel dafür, da habe ich Spaß dran. Ja? Also das ist ein richtiges Ledersofa. Und das ist aber auch für die Hunde ganz schön, weil sie ein bisschen erhöht drauf liegen können. Hunde liegen ja gern ein bisschen erhöht. Also sie haben es auch angenommen. Und je nachdem, wo natürlich auch der Schlafplatz vom Hund ist, wenn sie den Schlafplatz in ihr schickes Designer-Wohnzimmer verlegen, damit der Hund immer schön dabei ist, dann kann man ja auch mal ein bisschen was mehr ausgeben, weil man das Teil ja dann immer sieht und dann ja auch Freude dran hat. Aber es muss nicht sein. Wenn ich immer höre, dass Leute sagen, ach, ein Hund ist so teuer oder was man da alles anschaffen muss, das muss alles nicht sein, und das darf kein Grund sein, dass man beispielsweise am Futter oder an Tierarztkosten spart oder sich gar keinen Hund anschafft. Das sind, wie wir Hessen sagen würden, Ferz. Das kann man machen, wenn man Spaß dran hat, man muss es aber nicht. Ne? So, hier haben wir nochmal so ein kleines Körbchen, was auch sehr praktisch ist. Leila zum Beispiel hat komischerweise ein bisschen Angst vor diesem Körbchengeräusch. Ja, ja, ein bisschen Angst. Ne? Und dann legt sie sich nicht so gern rein, aber es gibt ja auch einfach diese Sachen. Die kann man auch waschen und so weiter, auch sehr praktisch, liegen auch gerne die Katzen drin. So, dann, was auch ein echter Tipp von mir ist, einfach so eine Gartenauflage. Ehrlich gesagt findet man die auch oft auf dem Sperrmüll. Kann man sauber machen, und da liegt ein Hund auch gerne drauf. Oder was ich auch manchmal mache, wenn ich die sehe und die sind noch richtig gut, dann gebe ich die im Tierheim ab. Also die Tierheime können die auch häufig brauchen. Oder sie geben sie dann an die armen Tierheime im Ausland, wenn sie da einen Transport hinmachen. So, jetzt kommt was ganz Besonderes. Mein Mann hat sich eingebildet, dass unser Hund immer so neidisch auf unser Futonbett schaut und hat deswegen sich nicht nehmen lassen. Ist schon lange her, man sieht auch, es ist schon ziemlich abgewetzt, also das ist schon über 20 Jahre alt. Hat der doch echt so ein Futonbett gebaut, richtig mit Lattenrost und allem drum und dran, für unseren damaligen Schäferhund. Und er hat es toll gefunden und hat es angenommen. Also da kann man auch Spaß dran haben, wenn der Mensch halt Spaß dran hat. Wichtig ist jetzt bei sowas, das ist ja relativ jetzt nicht sehr gemütlich, dieses Ledersofa, dass man da eben auch eine schöne Decke drauf macht. Also eine kuschelige Decke, damit der Hund einfach es schön hat und Spaß dran hat. Was ich jetzt noch zum Thema Katzen sagen wollte, Katzen suchen sich sowieso ihren Platz immer selber aus. Und wenn sie einen eingesaut haben, dann suchen sie sich den nächsten aus. Aber noch so ein Tipp. Also das zum Beispiel habe ich mal auf einem Tierheim-Flohmarkt gekauft. Das ist natürlich sehr schön. Da haben sie dann auch noch so eine Höhle. Und hier oben, ich fand das super toll, legt sich keiner drauf. Nur der Dobby, unser neuester Kater, der bequemt sich, wenn dann ein schönes Kissen da liegt, sich da mal drauf zu legen. Was echt gut ist für Leute, die Kinder haben oder hatten, Sachen aus der Babyzeit. Also hier habe ich mal so ein Beispiel, so einen alten Maxi-Cosi. Finden Katzen ganz, ganz toll. Oder so Tragetaschen aus dem Kinderwagen. Kann man super nehmen als Katzenbett. Oder ich finde es immer schade, wenn die Leute es wegwerfen, geben sie es doch im Tierheim ab. Also die Tierheime freuen sich oft, wenn die Katzen dann was haben, wo sie sich einkuscheln können. So, das habe ich mal auf einer Hundemesse gekauft, für große Hunde eben. Sowas gibt es überall mittlerweile. Das ist natürlich praktisch, das kann man abwaschen. Und
muss man aber auch was Kuscheliges reinlegen. Aber da liegen die gerne drauf, weil sie dann auch immer ihren Kopf hier so auf den Wulst legen können. Und man kann es gut sauber halten, gerade wenn man so einen Hund hat wie ich, Neve, der unglaublich hart. Ja, dann ist es natürlich wichtig, dass alles pflegeleicht ist und leicht zu waschen. Aber nochmal, also der Hund, was der braucht, ist Liebe und Aufmerksamkeit und ein Schlafplatz in ihrer Nähe. Ein Schlafplatz, wo er sich wohl und nicht einsam fühlt. Wie viel Geld man da irgendwie für so ein schickes Teil ausgibt, ist dem Hund egal.